größte Neuerung ist klar das Setting, glaube ich. Also, dass du halt einfach jetzt die nordische Mythologie kennenlernst, das ist was, glaube ich, sehr viele Leute auch anspricht. Der hat in Griechenland ja eh alles weggemacht, was da war. Also, es war ja irgendwie nötig. Generell ein unverbrauchtes Setting, ich finde es richtig gut, also passt gut rein. Dieser kleine Junge, kann man den wirklich gebrauchen, aber tatsächlich, der ist nützlich, der schießt auf die Feinde und ich kann mit meiner Axt alles kurz und klein schlagen, so ich es gern habe. Dieses Zusammenspiel zwischen ihm und dem Sohn, das haben sie auch gut hinbekommen, wobei man ihn ja nicht direkt steuern kann, sondern immer nur bestimmte Befehle geben kann, schieß mit dem Pfeilen auf den oder wirf mir irgendwie eine Kette runter und so weiter, aber das harmoniert alles ziemlich gut. Man merkt halt nach und nach, dass er wohl mehr kann, als man glaubt. Also er weiß manches, er kann manche Sprachen entziffern. Selbst in den Kämpfen ist der Sohn super nützlich, weil du ihn halt einfach mit einer Taste sagen kannst, hey, hier greif den Gegner an. Und er lenkt ihn dann zum Beispiel ab, was vor allen Dingen gegen größere Monster tatsächlich immens von Wert sein kann. Zum Positiven verändert haben sich auf jeden Fall die Kämpfe, würde ich sagen. Man hat jetzt in dem neuen Teil immer noch diese Brutalität, immer noch diese rohe Gewalt und Wut, aber alles irgendwie balancierter, kontrollierter. Man hat jetzt eine Axt, mit der man kämpft. Mittlerweile ist es so, dass du jeden Gegner ernst nehmen musst und sehr auf der Lauer sein musst. Dann muss man ausweichen, also man muss sehr, sehr taktisch vorgehen. Es ist halt ein richtiger Kampf. Also man drückt nicht nur Köpfe, sondern man denkt wirklich auch viel dabei. Das finde ich halt sehr gut. Man wirft die Axt ziemlich schnell, sie kommt zurück. Man lässt den Sohn mal Pfeile schießen, dann kämpfen wir in den Händen. Auch das Blocken, es geht alles super flüssig. Es kommt sehr wuchtig rüber, sag ich mal. Also wenn Kratos dann mal wieder so einen Baumstamm ausreißt, das kommt schon gut rüber und damit zuschlägt. Das Spiel ist saubrutal. Das Spiel ist saubrutal! Es hat epochale Momente, aber die sind jetzt nicht mehr so auf Teufel komm raus spektakulär. Kratos hatte andere Prioritäten und versucht halt auch die seinem Sohn zu vermitteln. Und diese intimen Momente, die man hat, die sind mindestens genauso wichtig. Verbessert hat sich die Präsentation, auch wenn es immer die Stärke war. Die Intensität, die Gegner, wie nah die dran sind, wie sie es weghaut, hat mir gut gefallen. Optisch ist es schon ein echter Knaller. Also nach Horizon ist es auf jeden Fall die nächste große Nummer. Allein grafisch bläst sich echt weg, muss ich sagen. Die Kamera ist krass. Die Kamera ist an manchen Stellen so gemacht, als wenn jemand mit einer Kamera hinter ihm herläuft. Also sehr filmisch gehalten das Ganze. Ja, ich zittere immer noch innerlich so ein bisschen, weil ich ziemlich viel Adrenalin im Körper habe. Hat richtig Laune gemacht, extrem grafisch sehr, sehr ansprechend, akustisch super, tolle Synchro. Sehr geil, haut richtig rein, sehr viel, sehr druckvoll, grafisch top, fällt mir sehr gut. Ich bin einfach völligst weggeblasen. Ich würde es, wenn ich es könnte, würde ich hier den ganzen Tag sitzen. Ich würde es durchspielen in einem Rutsch. Es war brachial. Ja. Also, es ging wieder ab ohne Ende. Und so bis Kratos, ich habe die Axt in der Hand, schlag einfach drauf. Und wer da Spaß dran hat, der macht nichts falsch. Also ich bin definitiv gespannt, wie es weitergeht. Also es nimmt einen wirklich mit. Bisher macht es super Spaß. Also wirklich sehr gut. Macht euch keine Sorgen, Kratos ist wieder da und es wird gut. For the players.